Okay. Kennt ihr dieses Schulterdrücken? Dabei gibt es ein Problem. Das ist kein Schulterdrücken. Ich lege mir gerade die Stange weg. Warum ist das kein Schulterdrücken? Verschiedene Punkte. Zum einen, der Winkel, den ich mich bewege, die Rücklage, die ich hatte, schaut mal, in welchem Winkel ich arbeite. Das ist Schrägbankdrücken. Das ist kein Schulterdrücken, was eine Überkopfbewegung ist, also in diesem Winkel arbeiten sollte. Der nächste Punkt ist, keine Full Range of Motion. Man sollte immer einen größtmöglichen Bewegungsradius trainieren, um alle Muskelfasern auch zu bekommen dabei. Der dritte Punkt ist belastete Wirbelsäule, weil, boah, volle Rücklage, Last im Lendenwirbelbereich, um jetzt drücken zu können. Also drei Punkte, die da eigentlich gar nicht reingehören. Wie löse ich das? Full Range of Motion mit neutraler Wirbelsäule, hier ist keine Bewegung, von unten nach ganz oben. Und wenn ihr die Arme nicht ganz hoch bekommt, weil ihr vielleicht zu steif in der Schulter seid, also dass es oben bei euch so aussieht, versucht mal, wenn ihr vielleicht doch die Arme nach hinten bekommt aus Kraft der Schultern. Oder aber ihr habt zu wenig Bauchspannung oder seid doch vielleicht in der Schulter ein bisschen zu unmobil. Und wie ihr da mobiler werdet, da haben wir für euch ein perfektes YouTube-Video. Schaut es euch an.